Ja, setze ich mich noch mal ganz gemütlich hin, habe den Kamin angemacht. Habe ich ja schon lange auch nicht mehr gehabt. Kamin, da. Da ist er. Fragen sich ja immer viele, ist der Original? Ja, der ist Original. Und der macht es echt gemütlich hier. Mein Teechen habe ich da oben stehen. Kamin ist an, Tür ist zu oben. Erstmal mein Brötchen. Ja. Na, hab ich doch schon echt gedacht, jetzt kommt jeder drin, ist ja klar, weil wenn man sich so hinsetzt und isst. Kommt der meist einer, aber nee, auch das wirkt nicht heute. Ist ja schon unheimlich, das Geld kommt. Wie spät haben wir jetzt? Halb fünf. Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen. Der erste Auftrag ist da. Yay! Oh, ist das schön. Den habe ich avisiert gehabt. Den hatte ich schon ganz vergessen für heute. Aber da hängt ein Zettel vorne. Also ist jetzt nicht ein spontan jemand, der sich verlaufen hat. Das ist tatsächlich jemand, der kommen wollte. Es ist jetzt gleich 5:30 und der erste Auftrag ist da. Ja, lasst mich mal das immer sagen. Das ist auch wichtig für mich. Mach einfach, reparieren einfach. Mach ich. Und zwar ist es eine Dame, die sich fast entschuldigt hat dafür, dass sie letztes Jahr nicht hier war zum Check. Die habe ich eigentlich jedes Jahr irgendwie hier gehabt zum Durchchecken. Und jetzt hat sie gesagt, ja, und ja, war ich letztes Jahr, war ich irgendwie nicht da, da ist das irgendwie alles so untergegangen, nichts an. Ja, war so ein Corona-Jahr halt, war, wurde das alles bei uns allen so vorüber geplätschert, ohne irgendwelche, also zumindest bei uns so, ohne irgendwelche so, ja, besonderen Geschichten. Das war einfach so ein Jahr, was man so, ach, naja. Schnell rumbringen, das ja irgendwie. Ja. Dann hätte sie, ja, genau so war das. Und da hat sie das versäumt, das herzubringen, das Rad. Ja, du bist da, so gucken wir uns an. Wenn du auch kein besonders drahtiger Esel. Und eine Wäsche wollte sie haben. Das ist auch die einzige Kunde, bei der ich tatsächlich auch eine Wäsche machen würde. Ja, weil das ist ja eigentlich so ein Ding, wo ich immer sage, nee, also waschen generell, das muss er alleine. Aber bei ihr, das ist halt echt eine gute Kundin. Da lasse ich mir das echt durch den Kopf gehen. Und wenn meine Kiddies sich dafür einen Zehner verdienen, weil sie das richtig schön putzen und wie eine Hand da dran, dann gucken wir mal. Lagerspiel oder so was, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Anfangen tun wir mit der Luft. Die Klingel läuft. Ich habe mal keine dreckigen Pfoten heute. Ein bisschen Acrylfarbe ist dran. Aber noch nicht vom Arbeiten. Da soll ich ihr das wohl richtig festmachen.
Perfekt. Entschuldigung. Flipp gerade ein bisschen aus hier, weil ich meinen ersten Auftrag habe. Ich bin so im Glückshormone-Schrauberrausch. Wenn man jetzt so sagen darf. Ui. Vielleicht ein bisschen straffer. Nehmen wir den hier. Zack. Den haben wir fest. Klingel läuft. Entschuldigung, da ist er warten. Ist fest. Moin. Hallo. Was darf sein? Weiß ich nicht, was brauchst du? Ich habe ein Problem mit meinem Fahrrad. Ich habe einen, dass es kaputt ist. Also nicht kaputt, aber das Vorderrad bremst ein bisschen. Also macht ein komisches Lärm. Okay. Ja. Ja. Ja, die auch einen Auftrag groß machen können. Oh ja, die Bremse ist ja total verbogen. Mensch, dann müssen wir tauschen. Ja, ich bin nicht der Typ dafür. Tut mir leid. Never lie, ne? Das nennt mein Ding. Das sind die hier. Das sind die. Naja, ne? Licht leuchtet vorne, hinten. Luft pumpen wir auf. Bar. Das ist ein Marathon Plus Reifen. Züge sollte man mal. Nein, das ist kein Problem, Schatzi, das ist kein Problem. Verstehst du? Sehr gut. Hallo Marlies. Ich brauche mein Telefon. Ja. Ist leer? Ganz leer? Was? Brauche ich trotzdem. Weil ich mal E-Mails reingucken wollte, am Großcomputer geht's nicht. Da sagt er mir sofort, das ist eine Phishing-Seite. Sie wurde blockiert. Das ist eine Phishing-Seite. Akku. Keine Ahnung, warum er das mir sagt. Habe ich da abgespeichert? Keine Ahnung. Ja, genau da. Ich habe mir das Video angeguckt von RTL. Ja. Und den Haushalt, das war so ein. Er macht eigentlich mehr Haushalt. Und dann haben sie so ein paar. Ja, ich weiß, ich hab das. Hast du
auch angeguckt? Ja, ich hab aber. Ist nur der eine Ausschnitt gewesen? Ich musste ja lachen. Fand ich ja witzig, wie du. Weil das war ja nur aus dem Kontext gerissen. Total, was haben die mit einer bescheuerten Sprechblase an den Kopf gesetzt? Ja, voll diese. Dummy-Face. So. Aber die haben uns erwähnt, ne? Also ja. Unten stand das ja mit drin. Das habe ich nicht gesehen. Das müssen sie, weil ansonsten kriegen sie Ärger. Das hatte ich nämlich auch nicht richtig wahrgenommen, aber mir war so, als hätten sie unten was eingeblendet. Okay. Weil das müssen sie ja. Die Fische. Das war ja die Zeit, wo meine Mutter auch geschrieben hat. Ja, ich mein, komm, kein Kapitän mehr. Ja. Ich hab auch, ich wollte mal meine Hand hier hinbügeln. Ja, es ist witzig. Ich fand's witzig. Jetzt mal wieder zu sehen. Ach, die bestimmt schon wieder so einen Shitstorm so. Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist. Obwohl, das, was, wer guckt denn so einen Scheiß? Das hätte ich niemals aufgerufen. Walle! Der hat es auch gesehen? Na, Walle hat das Dings geschickt. Ach, von Valentin hat er das. Ja, der meinst du, der guckt RTL. RTL am Mittag. Direkt oder was weiß ich, wie das heißt. Und dann eine Sekunde unser Ausschnitt, ey. Na, Walle ist ein Monk. Nö. Wie findest du meine Haare heute? Wir sind die auch kürzer. Hast du hier Schneidlasse von Frieda? Frieda, kannst du das bei mir ich auch machen? Ich habe nämlich ein neues Shampoo benutzt. Voll dämlich. Den einen Tag denke ich, wir haben gar kein Shampoo mehr zu Hause. Und dann stehe ich so vor diesem riesengroßen Shampoo-Regal und denke, oh, welches könnte ich denn aussuchen? Und nehm ein Shampoo mit, ja? Habe mich für eins entschieden. Glückwunsch. Zu Hause stelle ich es hin. Schön, dass es geklappt hat. Stelle ich es hin und sehe auf dem Fensterbank, steht genau dieses gleiche Shampoo in voll. Also hatte ich beim letzten Einkauf schon den gleichen Gedanken. Oh, wir brauchen Shampoo. Und habe mir unter diesen ganzen Shampoos genau das gleiche schon mal ausgezogen. Das wollte ich schon immer mal haben. Nächstes Mal stehst du wieder da. Irgendwann mal so 20 Shampoos. Jetzt habe ich das zweimal. Shampoon. Bist du wie bei Dings. Ist das blöd? Wie bei Deponia, Shampoo. Ja, genau. Das ist doch bestimmt 60, 70 verschiedene Shampoos. Lockerdown! Zeig nur, Lockerdown. Und ich nehme genau das gleiche wieder mit. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, wir sind echt ein Paradebeispiel einer Fernsehfamilie. Ey, wir können alles geben. Ey, lass uns das doch so vermarkten. Oh. Kamen dir jetzt eigentlich die Stühle abholen? Sind weg, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es war so leer, als ich reingekommen bin. Und ich habe gleich hier hinter den Mülltonnen alles sauber gemacht und richtig schön ordentlich. Gefällt mir. Ich habe schon überlegt, ob das wegen dem RTL-Bericht ist, dass ich heute hier keine Kundschaft habe. Nee, hey, das ist doch nur ein Satz, was die da angespielt haben. Ja, war ja auch befolgtet, die Sena, während ich geguckt habe. Ich dachte, hat das vielleicht damit was zu tun, denn, so, dass die Leute so völlig so. Du hast ja auch nicht mal was Schlimmes gesagt, sondern nur hättest du das mal vor 50 Jahren gesagt. Das war vor 50 Jahren. Ja, weil da habe ich gut gesagt. Also, so das stimmt ja auch. Vor 50 Jahren wäre sowas ein Unding gewesen. Ja, da wäre es verprügelt worden und hätte es wahrscheinlich vor Gericht noch recht bekommen. Ja, also Sittung, ihre Grauzüchtigen, das ist schon in Ordnung. Ja, unter den Umständen. Das ist so geil wie diese Serie mit diese Frankreich-Serie da, die ich da gucke. Das ist ja genauso. Frauen dürfen ja sogar wählen. Was wollen die denn noch alles? Ja, ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja. Ich weiß nicht, die Serie ist schwierig, finde ich. Ich finde manche Sachen super lustig und andere Sachen wieder total. Es war total geil. Jetzt, ich hab eine Folge gesehen und. Und da war wieder so ein genialer Dialog zwischen dem Chef vom. Also, wie heißt der Matthias da und den Maurice und dem. Wie war das? Da haben sie immer über. Also, na, sie wissen, wer hat ja gesagt, na, sie wissen was. Und sie wissen wo. Und das ging nur so. Das war genial, das war einfach genial. Den Text könnte ich mir ja nicht merken, weißt du, wenn ich das als Schauspieler auf hätte. Und die haben sich beide so gegenseitig, ach, und das hat Nasi Wissen mir gesagt? Zu Nasi Wissen wem? Also, das war so, dachte mir so, nee, ist das geil, weil das muss ja so geheim bleiben, alles, weißt du, deswegen haben die so gesprochen. Und eigentlich hat keiner gewusst, alle aneinander vorbei irgendwie so.
Das war so perfekt gemacht. Das müssen wir uns nochmal zusammen angucken. Ja, manche Folgen finde ich super, ja. Und andere finde ich echt schwierig, wirklich. Manche Sachen fand ich echt so lustig. Also, besonders als wie das mit den Frauen noch. Ja, so eine Sache halt, wa? Das war witzig. Ich kann mich da darüber immer noch kaputt lachen. Echt. Das war ja, die Amis sind auch mal geil. Immer wenn die Amis mitspielen, ist es geil. Ja, das hier ist eigentlich irgendwie gut, aber. Nicht so richtig geil. Nee. Leider nicht ganz geil. Ja, Antrieb ist durch, ne? Ja, ich hab mir so eine. Oh, ist wirklich neu. So ein festes Shampoo gekauft. Seife für die Haare. Zweimal. Wollte ich mal ausprobieren. Nee, das ist so was anderes. Das ist so. Das zeige ich niemand so aus. Das ist so bescheuert, Tom. Das ist so bescheuert. Musst du mir die zeigen? Weißt du, wie zwei identische Pakete aussehen? Ich stelle das hin und denke so. Hä? Wie kommt denn damit keine vor? Und dann dieser Gedanke, dass man es genau das gleiche sich nochmal schon mal ausgesucht hatte. Wenn man es so geil fand. Wo man dachte, wenn man auf dieses Produkt angesprochen wurde oder sich ansprechen lassen hat, weißt du, das ist so, was hat das Gehirn da gemacht? Ja, Rabauer. Und dann nochmal, irgendwas muss mir ja daran gefallen haben, dass ich das nochmal auswählen würde und es nicht weiß. Ich habe einen Schraubenzieher verborgt. Meine Schraubenzieher sehen ja eigentlich immer so aus, ne? Ich habe einen Schraubenzieher verbraucht, den habe ich so zurückbekommen. Hat er gewusst oder was? Ja, er hat den einmal angefasst und hatte dann noch schwarze Hände. Der war richtig blitzeblank. Jetzt ist er schon wieder drin, den habe ich schon mal benutzt. Vor allem mit den Kameras rühren. Ne? Achso, ja doch, so dann nehmen wir aus. Ist das meine oder? Ist ja, das nicht, ja, ist das? Du musst da drüben Stromzähler austauschen, der arme Kerl. Okay. Oh, Kreuzschlitzschraubendreher. Ich sage hier, ja. Gleich mal. Er ist Trumpf. Oskali war so lieb zu der Mieda, war so süß. Da haben die Prinzessin gespielt. Ne? Und dann hat Mieda gefragt, kann ich mit dieser Prinzessin spielen? Weißt du, diese Figuren. Und Oskali. Ich bin so froh, wenn sie jemanden hat zum Spielen. Ja, ey. Und Oskali sagt dann, ja, natürlich, die ist sehr schön. Weißt du, so völlig so, na klar, hast du eine gute Wahl getroffen, weißt du. Ja, bestätigt. Verstärkt. Ja, war ganz witzig, dieser Ausflug. Naja. Ach man. Wir haben schon coole Kids. Ja. Wenn ich das jetzt online stelle, dann machen sie das auch bei uns im nächsten Vlog irgendwo mit ein bei RTL, die Woche immer vielleicht, Material. Ja, vielleicht sind wir schon öfter verbaut worden. Du hast das auch irgendwie so genannt, die Haushaltsfrage oder irgendwie sowas wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau, ja, klar. Und ich meine, dadurch, dass wir ja bei RTL schon auf dem Schirm sind, durchforsten sie eh unsere Vlogs. Mhm. Und die dürfen sie ja verwenden, wenn sie uns erwähnen. Mhm. Also sie müssen irgendwo einblenden, wo es herkommt. 19 Uhr, Leute. Läuft. Hinterradlager ist eingestellt, Kette ist erneuert. Oh, Bremsbelag ist erneuert. Der kommt nächste Mal dran, der Bremszug vorne. Der Kettenschutz wieder ran, vorher wird der sauber gemacht. Ihr wollt ja noch eine Wäsche. Und dann sind wir fertig.